um dem Film noch so einen authentischen Touch mehr zu geben, als er ihn sowieso haben müsste, haben wir wirklich während der Wiesen gedreht, mit entfernten Kameras, langer Brennweite so rangezoomt. Aber es ist nicht angenehm, da zu drehen. Wir sind natürlich gewöhnt, dass wir kontrollierte Umstände haben und sagen können, so, jetzt alle zurück und nochmal, da hat irgendwas nicht gepasst und da muss man halt Guerilla-Dreh machen. Es ist gelungen und ich glaube, es hat dem Film nochmal so einen Authentizitätspfund gegeben, aber ich weiß nicht, ob das eine schöne, durchgängige Arbeitsweise wäre. Wir haben 16 Opfer und einen Toten. Nur Männer? Junge, kräftige Burschen, so um die 30. Das hier ist ein Muster. Fixierung. Wahrscheinlich hat der Täter ein stark unterentwickeltes Selbstbewusstsein. Ich brauche sie. Beide. Jetzt. Wir hatten ja original Schankkellnerinnen und Schankkellner, die das professionell machen, die bei uns gedreht haben und dann auf der Wiesn gearbeitet haben. Und mit denen haben wir uns da ein bisschen auch unterhalten natürlich. Da musste auch eine Anleitung her, wie die wirklich geputzt haben. Ein Kollege von uns musste ja so quasi den Chef da spielen von den Angestellten und der musste aber dann die Gläser auch putzen und die haben ihm gezeigt, wie das geht. Und sie selbst haben natürlich diese Krüge, die 10 sind es immer, glaube ich, 10 plus 2, so richtig hammermäßig also getragen und das Tempo auch, mit dem das rausgeht, das war faszinierend, wirklich.